Hallo Leute, kennt ihr den Unterschied zwischen Frust und Dummheit? Ich will es euch ja kurz erklären. Wir haben aufgrund eines Videos, das bei YouTube eingestellt worden ist, vor kurz, sechs Wochen war das drin, über die Bunkeranlage Koralle. Und daraufhin haben wir schon gedacht, dass es jetzt ein Problem gibt. Wir hatten den Bunker jahrelang offen gehabt, weil wir genau wussten, ist ein netter Bunker, kann man sich anschauen, gibt es keine Probleme. Aufgrund des Videos wurde plötzlich ein Hype auf diese Bunkeranlage losgegangen und die Zerstörung ging los. Graffitis tauchten auf, alles Mögliche, also es wurde richtig böse. Jetzt haben wir uns gedacht, wir laden die Leute ein. Wir haben hier so ein Schild gemacht. Ich zeige es euch mal. Wir haben hier so ein Schild gemacht. Entsprechend, das werden wir jetzt aufhängen, dass wir vom 26. bis 27.04. und vom 25. bis 26. Juli den Bunker ganz offen machen. Und dann kann jeder rein. Ganz offiziell kann er sich das angucken. Bisher war das Problem gewesen, dass die Zerstörungen eigentlich unsere Schwierigkeit sind, ein Denkmal zu schützen. Ich will es mal versuchen, so zu sagen. Wenn jeder reingeht und guckt sich es einfach nur an, haben wir damit kein Problem und können das Ganze einfach, ja, ich sag mal, betreuen. Jetzt sind die Zerstörungen so groß und ich sage euch ganz ehrlich, der Frust ist so heftig. Ich zeige es euch hier mal. Wir haben hier eine Betonplatte draufgeschoben, sodass die Betonplatte eigentlich über das Ding drauf ist. Ich habe es am Samstag gemacht, vor 3 Tagen. Der Deckel ist weggebrochen, das Scharnier ist aufgebrochen, der Bunker ist offen gewesen, man ist drin gewesen. Und genau an dieser Stelle frage ich mich, was soll das? Was muss diese Zerstörung sein, dass man alles zumacht? Genau das ist nämlich das, was unsere Arbeit und unsere Besichtigung, wie ihr euch alle nennt, Urbexer oder Bunkerfreunde, Bunkerleute, Bunkerratten, wie wir uns alle nennen. Aber genau das macht unsere Arbeit kaputt. Weil wenn wir nämlich mal wo rein wollen, dann kommen wir nicht mehr rein, weil irgendein Idiot wieder mal ein Graffiti gesprüht hat oder alles zerstört hat. Ich habe einen richtigen Frust, Leute. Tut mir furchtbar leid. Es hätte eine wunderschöne Besichtigung sein können für die Leute, die da rein wollen. Jetzt hat es keiner mehr. Und zwar jetzt nur noch kontrolliert. Da liegt jetzt eine 10 Tonnen Betonplatte drauf. Die schieben wir jetzt drauf. Und tut mir furchtbar leid, das hätte nicht sein müssen. In dem Sinne, macht's gut und vor allen Dingen macht's besser. Bis dann. Tschüssi.